Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wir spielen der Marsch der Krabben. Das basiert auf einem Buch. Ein Comic, glaube ich. Comic? Ja, mhm. Ja, irgendwie sowas. Und ja, das spielen Stefan und ich jetzt kooperativ. Das ist jetzt wirklich das 100. Spiel in diesem Monat. Aber ganz sicher zu gehen. Auf den letzten Drücker. Ja. Die Excel-Puzzle, da bin ich eigentlich schon bei 101, aber die hat die App noch nicht drin. So, kooperativ, wir spielen Krabben. Ich steuere oben runter, du links und rechts. Ja. Mehr weiß ich über das. Wir sind die Krabbe und wir sind zwei Krabben, die übereinander stehen, zueinander liegen. Und wir möchten gerne unsere Krabbenfreunde, wir möchten unsere Krabbenfreunde befreien. Ja. Die sind unter diesen Gegenständen hier versteckt. Und wir. Aber das Problem ist, unter zwei Gegenständen sind sie nicht versteckt. Ah. Wenn wir die nehmen sollten, dann verlieren wir sogar zwei Leben. Hier haben wir sogar Nelen, die sind schon unser Leben da. Wir haben fünf Leben. Okay. Und wenn wir halt Leben verlieren, drehen wir diese um. Und wenn wir keine mehr haben, haben wir das Spiel verloren. Also sollten wir tunlichst vermeiden, dass wir darauf gehen, auf die hier drauf die sind. Wir sehen. Das machen wir, indem wir uns bewegen. Also wir dürfen nicht miteinander kommunizieren, aber du siehst, wenn ich mich vielleicht so bewege. Also sprich, wenn ich hier in die Richtung laufe und du sagst, dann biegst du vorher ab. Ich darf ja nicht sagen. Ich darf gar nicht sagen. Aber du biegst dann halt vorher ab. Genau. Wenn du merkst, warum biegt er ab, obwohl es eigentlich sogar ganz praktisch wäre, da hinzuziehen, dann kannst du denken, ja, wahrscheinlich ist es dieser Gegenstand, den er hat. Und will mir damit signalisieren, dass er es hat. Und so müssen wir hier außen irgendwie rumlaufen. Genau. Du kannst beliebig viele Felder gehen, darfst auch die Sachen überlaufen. Es kommt dann jede Runde. Nur stehen bleiben, looten wir. Genau, wenn wir stehen bleiben, looten wir. Das Problem ist aber, es kommt jede Runde eine von unseren Gegnern hier ins Spiel. Da ziehst also immer davor so eine Karte und musst die irgendwo hinlegen und der blockiert. Okay. Und wenn du über den durchgehen möchtest, dann verlierst du auch ein Leben. Genau. Hallo. Hallo. Wie Marzipan. Dann darfst du mal anfangen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wer anfängt nach den Regeln. Und das geht genauso. Ich will mich vor. Schiff läuft zuerst, zurück. Das bist du. Ich bin Schiff. Ja. Dann laufe ich einfach dahin. Vorher musst du eine Karte ziehen. Ah ja. Und der muss jetzt auf diese Reihe irgendwo. Ja. Genau, das kannst du machen. Okay. Dann bin ich dran. Ich ziehe eine Karte. Der muss irgendwo hier hin. Und dann gehe ich hier hin. Und wenn du jetzt nichts sagst, drehe ich den um. Ja, ich sag nichts. Wie viel müssen wir einsammeln? Alle. Aber wir können doch gar nicht alle einsammeln. Ah. Ja, alle kommt auf die kommt zwei. Ihr auch weg? Nein. Können wir auf die drauflaufen? Ja, dann findet jemand Leben. Okay. Dann laufe ich mal. Erstmal ziehen. Ziehe ich mal. Da drauf ist doof. Das darfst du gar nicht. Achso, aber hier drauf könnte ich. Ja. Dann bin ich dran. Ben? Ja. Okay. Du sagst nichts, also wird das schon nicht stimmen. Kalzin? Der kommt hier hin. Hallo Mario. Das ist auch was Gutes. Das ist auch ein Gegenstand. Ja, ja. Die Symbole haben nichts zu sagen? Nee, das ist für die Kampagne. Wie geht das? Man kann beliebig weit? Ja. Ach so. Ich dachte, man kann nur ein Feld. Nein, das ist nicht so gut. Oh nein, das ist eins? Ja. Okay, ich habe natürlich gedacht. Ich dachte, man kann nur ein Feld weiten, deswegen habe ich auch gedacht, wie sollen wir das denn schaffen, wenn da immer eins blockiert wird? Nein, du kannst ja man kann durchgehen. Gut, haben wir jetzt auch nochmal verloren? Nee, jetzt verlieren wir zwei Leben. Achso, okay. Ja, dann hatte ich eine falsche Rundannahme. Ja.
Dann bist du wieder dran. Kommt er jetzt weg? Bleibt er liegen? Ja, bleibt er liegen, ne? Und wenn wir über die rüberlaufen... Hier steht jetzt, dein Kumpel wird jetzt verärgert sein, weil er nun die erste Karte seines Feinde-Decks nehmen, auf die Strandkarte den entsprechenden Gegenstand legen muss. Ohne diese umzudrehen. Die hier? Ja. Genau. Also blöde zwei Garnelen. Ja. Mhm. Ich scheine hoch und runter, dann gehe ich mal dahin. Ja, am nächsten. Das ist meiner. Wo gehst du denn da hin? Habe ich nicht gedacht gerade. Also verlieren wir wieder zwei. Mhm. Und jetzt bin ich dran. Mhm. Hast du einen gezogen gerade? Wahrscheinlich nicht. Ich musste eher einen geben, ja, ne? Das ist hier, ne? Mhm. Hm. Karte ziehen. Das ist hier, ne? Ja. Ugh. Ja, passt. Das ist doof. Alter, wenn ich sagen. Und ich darf nur links oder rechts. Oh nein! Jetzt haben wir verloren. Das habe ich nicht vorgeschaut. Nee, doch, weil du da hingelegt hast und ich kann nur links oder rechts. Stimmt. Gut, das war's. Ja, das müssen wir gleich nochmal machen. Also, wir haben Kampf der Karten gespielt und das alles rechtzeitig geschafft. Ja. Sogar die zweite Partie, wo wir rechtzeitig spielen. Aber das spielen wir normal, weil das war ja vollkommen falsch. Wir haben es geschafft im ersten, aber wir hatten auch die. Also, wenn du das gewusst hättest mit denen, glaube ich. Den wäre ich ganz anders gegangen. Ja. Und das ganz Nette ist, du hast hier so eine kleine Kampagne. Siehst du? 100. Mhm. Und bei jeder steht halt eine andere Regel drauf, auf der Rückseite. Okay. Also dann siehst du halt, dass diese Sachen hier noch Bedeutungen haben. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Ja. So, auch ein neues. Nochmal zurück. Und die werden alle wieder komplett neu, oder kommen die immer dahin? Was die werden gemischt und zufällig hingelegt, sodass okay, in jedem zwei sind. Also in jeder Reihe sollen zwei sein. Also können wir die irgendwie noch ein bisschen umlegen? Das kann man hinlegen. Dass die irgendwie so liegen. Ja, es müssen zwei liegen in jeder. In der Reihe und Spalte? In der Reihe und Spalte zwei. Ach, in der Reihe und Spalte. Aber in den Reihen sowieso, das ist ja sowieso klar. Aber in jeder Spalte müssen zwei liegen. Jetzt liegen in jeder zwei. Ja. Ne, hier liegt nur eine. Weil hier der noch liegt. Mhm. Jetzt wird's gehen. Das ist ja fast Rocket Science. So, du bekommst die mischen wir wieder rein. Die werden auch gemischt? Ja. Kriegst zwei neue. Hallo ihr Krabben, hallo du Marius Po. Die sind gemischt. Du fängst an und fängst mit den roten Karten an. Oha.
Okay. Mhm. Freit. Passt. Ziehen. Passt. Mhm. Ziehen. Gut, Krabbe. Da kann ich dir wahrscheinlich nicht hinlegen. Das ist eine gute Frage. Nee, kannst du nicht. Du musst ja nicht bewegen. Muss ich nicht? Nein. Ah, sehr gut. Okay. Was wäre, wenn du jetzt sowas ziehen würdest? Darf ich, glaube ich, drauflegen. Ah, nee. Ja, muss ich drauflegen und verliere mal den Leben. Okay. Du bist dran? Mhm. Naja, das war jetzt auch doof. Ja, okay. Ich muss mich ja nicht bewegen. Das ist ein besonders fieser Map. Na, eine Brandung. Wir müssen ja nur gewinnen. Wie viel Leben wir haben, ist egal. Ja. Natürlich ein bisschen will man auch. Deswegen würde ich jetzt einfach da hingehen. Mhm. Ah, Mist. Ich will mein Leben.
Du willst offenkundig zu vier Sachen nicht. Dann... Nee. Hä? Also das dachte ich mir schon, aber irgendwie dachte ich mir, das kann nicht sein, weil... Verlieren wir zwei. Dann bin ich nochmal dran. Dann gehe ich jetzt hier hin. Kannst du nicht? Ich kann dann links oder rechts. Das heißt, ich muss nicht, aber... Ich gehe hier hin. Tot, ja. Also du wolltest ja auch, also da wolltest du nicht hin, den wolltest du nicht haben. Doch, den wollte ich. Warum sind wir da nicht hingegangen, als wir hier oben standen? Weil ich dachte, dass du den hast. Nee. Ich hatte das irgendwas geschlossen, dass du den hast. Weil du da nicht hingegangen bist, dachte ich, okay, wenn du da nicht hin. Nee, ich habe gedacht, dass du immer eine Möglichkeit gehabt, dass du es nicht gemacht hättest. Kann sein, dass ich mich vertan habe. Den habe ich ausgeschlossen. Und hier ist halt das Problem, ich habe halt den. Mhm. Und deswegen sagst du, hier willst du nicht hin. Ja, den einen will ich nicht hin, aber den anderen wollte ich schon abholen. Aber es ist halt schwierig zu signalisieren, genauso wie hier. Ich habe halt den habe ich, aber den nicht. Genau, den habe ich halt. Ah, okay. Deswegen habe ich, ne, das habe ich schon geschnallt. Das war klar, das war das Erste. Aber das habe ich nicht geschnallt. Also den habe ich geschnallt, ich dachte, die beiden sind's. Ja, und ich dachte, du willst den nicht. Du willst offenkundig den nicht, weil da waren wir auch offen. Ja, yeah, genau, da war es klar. Der war auch klar. Dann bist du aber nie hier rüber gegangen. Dann dachte ich, okay, auch die beiden. Ja, aber ich habe gedacht, ich habe noch nicht genug gezeigt, dass es der ist. Und genau, wenn du drei Sachen nicht habe. Hier ist natürlich super schwierig. Aber da hätte ich dich jetzt auch nicht mehr groß in diese Situation bringen können. Also du bist halt hier nicht darüber gegangen, deswegen dachte ich mir das schon. Nee, wir sind ja hier gar nicht drauf gegangen. Nee, genau. Nö, da, ja, aber es waren für mich ja halt drei Sachen, wo ich dachte, okay, da will er überall nicht hin. Ah, was tue ich jetzt? Ja. Ja, aber es ist ein nettes, kleines Flow. Schon, oder? Finde ich mich auch. Also ich glaube, es ist sowas, das kannst du am Wochenende irgendwie mitnehmen, wenn du irgendwo bist oder so, ein Wochenende, dann kannst Platz du das. Und dann machst du die Kampagne durch. Kampagne hat, ne, dann genau. Kann man die einfach nicht spielen. Gut, das war 100. Marsch der Krabben. Und ja, nettes kleines Spiel. Vielen Dank an Huch, vielen Dank an Julien Protier und Arthur Depin für die Illustration. Und wenn ihr euch auch gefragt habt, wie man Marsch der Krabben zweimal richtig schön hart verlieren kann, dann ja. Habt ihr das jetzt gesehen und schreibt uns gerne, wenn ihr es besser gemacht habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, vielen Dank fürs Zugucken, bis bald. Tschüss! Tschüss.